Neue Apparate und Komponenten schließen Lücken, für die es bislang nur suboptimale Lösungen gab. Die Erzener Maschinenfabrik hat Gebläse- und Verdichtertechnik in einem Gerät kombiniert. Der Drehkolbenverdichter Delta Hybrid überzeugt überall dort, wo Luft und neutrale Gase im Druckbereich bis 1,5 bar gefördert werden müssen. Auf der Pautech 2011 stellte das Unternehmen den Delta Hybrid nun auch als Unterdruckausführung zum Einsatz in der Saugpneumatik vor. Der große Vorteil für unsere Kunden ist, dass herkömmliche Gebläse bisher in der Saugpneumatik bis 500 Millibar beschränkt waren im Unterdruck. Mit dem Delta Hybrid kann ich jetzt sogar bis minus 700 Millibar erreichen. Das heißt für den Kunden geringere Investitions- und Installationskosten, die Möglichkeit, mehr Gut zu befördern und natürlich auch Sicherheit bei möglichen Rohrverstopfern oder dergleichen. Das heißt, wir dringen damit in ganz neue Einsatzmöglichkeiten hinein. Walter Gerätebau vereint hingegen Hygiene und Sicherheit. Die BFM-Verbindung verschließt mit einem eingearbeiteten Spannring und einer speziellen Dichtung Schnittstellen von innen. Der Verschluss ist staubdicht, dennoch ist er in Sekundenschnelle per Hand ein- und ausgebaut. Schlauchklemmen und die damit verbundenen Produktablagerungen sind damit passé. Dank verschiedener Materialien sind verschiedene Anwendungen möglich. Ursprünglich kam die Idee aus der Milchindustrie. Die größte Thematik dabei war, dass zuerst ein Material erfunden wurde. Das Material war durchsichtig im Gegensatz zu den vorherigen Materialien. Und aufgrund dessen konnte man die Verschmutzungen letzten Endes auch sehen. Und die Thematik war immer die, dass von außen abgedichtet wurde, statt von innen. Und so kam der Erfinder Blair McFeed auf die Idee, das von innen abdichten zu machen. Das heißt, je größer die Innendrücke werden, umso dichter wird das System an sich. Beziehungsweise lassen sich auch die Ablagerungsbereiche wesentlich reduzieren. Verbesserungen in der Verbindungstechnik hat auch Hecht vorgestellt. Das Unternehmen hat Ringfilter in seine Anschlusssysteme integriert. Dank dieser Entwicklung lassen sich beim Befüllen und Entleeren von Schüttgutbehältern Produktverlust sowie zeit- und kostenintensiver Reinigungsaufwand einer externen Filtereinheit vermeiden. Wir haben vor ca. 2 Jahren ein Ringfiltersystem für unsere pneumatischen Fördersysteme entwickelt, wo der Feststoff abgeschieden wird. Dann hat man zu einem damaligen Zeitpunkt gedacht, es wäre eine optimale Lösung, diese Ringfilter auch in zum Beispiel so eine Abfüllsysteme zu integrieren. Dadurch haben unsere Kunden den Vorteil, speziell wenn es ein sehr teures Produkt ist, dass das Produkt nicht in externe Filtersysteme verschleppt wird, sondern dass es im Abfüllprozess bleibt und im Gebinde dann anschließend abgepackt werden kann.